Guten Tag. Hallo. Da geht's weiter. Ja. Und direkt zu zweit zum Anfang. Ich bin gerade am Überlegen, Ja. wie ging das im Gestenmenü auf? Select. Das habe ich letztens Oh, rausgefunden. danke. Ja. Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Guck mal, da ist noch einer. Ruf den. Oh, ja. Pierrot 001. Den rufen wir auch. Umso mehr Hilfe, umso besser. Ja, denn was jetzt mal wieder uns bevorsteht, ist was? Der erste Endboss. Der erste Endboss. Wir hatten ja keinen bisher. Ja. Mal gucken, ob er gleich auftaucht. Ja, bestimmt. Ich habe Stimmt. gerade eben noch gesagt, es ist komisch, dass hier niemand anderes liegt. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Da steht echt nicht Kaelin, sondern Kayan. Ja, ich muss. Ja, ich weiß. Ich muss das Ganze. Das ist die Schriftart jetzt. So, komm, der kommt. Doch, Doch, da ist Kayan. er. Ach, guck mal, das ist ein ganz kleiner. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, ich wollte mich noch verbeugen. Der Typ hat nämlich einen Schatten gelegt. Ein was? Ein Schatten, das ist eine neue Funktion. Das ist ein kleiner. Ein kleiner. Ich verstehe kein Wort. Der ist nur eine gewisse Zeit drin. Ach so. So, auf die Richtung. Oder? Ja, ich laufe dir einfach mal nach. Jep, mach das. Bleibt dir eh nichts anderes übrig. Ah, bin schon gedacht, hier. Muss ich daran ziehen? Oder was passiert? Ah. Nee, niemand muss daran ziehen, das Ding fährt. Fällt mir da unten schon wieder nicht. Aufs Feuer. Ja, ich blockiere. Ja, wie immer. Ist das der Nebel zum Endboss da? Ja, da darfst du jetzt hindurchschreiten. Jo, da freue ich mich ja schon. Okay, los geht's. Ich bin der Erste, der verreckt. Endboss und der sieht nicht gerade freundlich aus. Echt, ist das ein Boss? Pass auf, der hat's in sich. Ja, ich hätte mir die Feuerbomben ausrüsten sollen. Ja, du kannst die Magiebomben auf ihn werfen. Hab ich nicht. Ah ja, stimmt, ich habe diese Zauber. Genau. Bitteschön! Was ist das? Ja, ich viel ziehen ihn nicht ab, aber das heißt nichts mehr. Ja, so sieht's aus. Du brauchst die Edel nicht mehr. Uff, scheiße. Ich heile mich mal kurz. Ist das eigentlich hier so, wenn ich mich heile, dass du auch geheilt bist? Nein. Aber das Das war ist mal nicht so, mehr oder? so. Aber ich kann dich mit meinem Heilzauber kann ich dich heilen. Was ich gerade versucht habe, aber du warst zu weit weg, dafür musst Ja. du in dem Radius Ich bin eh stehen. wieder geheilt. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus für uns, wenn ich jetzt nicht total dumm bin und gekillt werde. Komm schon! Das war's? Das war's. Das war der erste. Ja, es ging ja noch. Mal auf der nächste. Boah, 8000 Seelen. Vielen Dank. So, und jetzt? Haut ihr wieder ab, oder was? Ja, jetzt hauen wir erstmal wieder ab. Na gut. Linken. Ach, schade, zu spät. Tschö. Willst, dass du dich wieder hoch an die Flamme begeben? Und das war's schon. Ja, das war der erste Endboss. Und jetzt müssen wir wieder wechseln, oder was? Nö, jetzt machen wir den zweiten Endboss. Ah, okay. Oh, guck mal, hier liegt sogar jemand. Ja, dann ruf den doch schon mal. Sanftmütiger Pate. Das hört sich nach Ah, das ist Kaim. NPC an, ja. Ja, wenn du den jetzt noch so zurufst, kannst du mich nicht mehr rufen. Ah, okay. Dann lasse ich es lieber. Dann nehmen wir den sanftmütigen Paten mit. Komm, Kumpel. Ich lebe. Ja.
Oh, jetzt hab ich ihn da unten gelassen. Kommt er von alleine hoch? Der kommt entweder von alleine hoch oder gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt möglich ist. Ja. Ja. Genau, du bist zu weit gelaufen, das macht aber nichts. Ist ja nicht schlimm. So, dann gehen wir wieder zurück. Soll ich vielleicht vorher meine... ja, genau, rausgeben? Geh immer an die Flamme kurz dran. Und dann reisen nach oder was? Na gut, das gibt mir ja ein bisschen Zeit. Dann kann ich ja kurz mich aufleveln. Nein, stopp! Was denn? Geh nach Majula und kauf den Scheißring. Welcher Ring? Sag ich dir, geh nach Majula und dann geh zur Katze. Was ist mit dem Schlüssel? Soll ich nicht auch den Schlüssel kaufen, wo ich gerade schon mal so viel habe? Ja, genau. Hol dir noch den Schlüssel dazu. Nein, jetzt ist sie weg. Ah, dann ist sie jetzt in Majula. Klar, das war so typisch. Dann bist du ja eh hin. Ist also demnach nicht so schlimm. Ich helfe dir jetzt ganz, ganz schnell, ja? Ja, helf dir mal. Ja, weil ich brauche dann auch die Punkte für diesen Scheißring. Erstmal links die Tussi. Warte, hier ist die Schlüssel-Tussi. Hier sitzt sie. Kein Problem. Können wir zum Boss? Nee, die Tür ist zu. So, Moment, dann hole ich mir erstmal diesen komischen Schlüssel da. Mit 1000 Seelen. Ja, vielen Dank. Thank you kindly. So. Hier, soll ich mit der reden oder was? Nee, zur Katze. Du musst zur Katze. Wo war denn die Katze nochmal? Nach unten und dann rechts das Haus. Okay. So. Ah ja, da ist er. Hallo Katze. Oh. Who are you again? No, I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. A type I'm quite fond of. Und jetzt soll ich einen Gegenstand kaufen bei dir, oder was? Yep, einen Ring, der für 5500. Ah, der Ring mit Namensgravur. Genau. Ja, der, ich weiß nicht, ob ich es eben mitbekommen habe, weil kann sein, dass wir es in der Ladezeit gesagt haben, der hilft uns dabei, uns besser zu finden und zu verhindern, dass jemand von uns in eine andere Sitzung gezogen wird. Genau, wie gerade eben bei mir passiert ist, ich wurde in eine andere Sitzung gezogen. Ja. Deswegen versuche ich mir jetzt in dieser Sitzung gerade mal so auf die schnelle diese 5500 Punkte zu sammeln. Soll ich noch irgendwas machen bei der Katze? Nee, das war's. Satisfied? Okay. Dann habe ich noch ein bisschen Punkte, vielleicht kriege ich noch ein Level. Ich laufe einfach mal schnell zurück zu der Tussi. Und dann treffen wir uns nachher wieder da an dem Kardinalsdingern, oder? Genau, es tut mir jetzt leid für dich, weil du musst jetzt definitiv ein bisschen kappen. Ja, mach das. Ich frag mich, wo die Tussi hin sind. So, nehmen wir dann weiter bei mir dann auf jetzt gleich? Dann machen wir es gleich bei dir, ja. Au. Okay. Ja, wir müssen das wieder in so einem Wechsel machen, wie bei Dark Souls, weil geht halt nicht anders. Wo ist denn der Fuzzi hin? Konstitution, Zauber. Was nehme ich denn? Was ist denn das hier? Anpassung. Verschiedene Attribute zu erlösen, Beweglichkeit. Brauche ich sowas? Was? Anpassung. Nee, Anpassung habe ich ja nie gemacht. Okay. Ach, die sind da vorne irgendwo. Dann mache ich mal wieder auf Fidelität. Sind die hier oben? Dankeschön. Ich bin in Stufe 21. Ach, guck dir das an, wie dumm sind die denn? Kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, was bei dir abgeht. Ich kann zwar rüber gucken, aber ich lasse es lieber. So, und wir reisen jetzt wieder zurück, weil wir uns hier wieder da treffen sollen. Genau hier hin. So, da sind wir wieder. Und es dauert gar nicht mehr so lange, bis wir uns wieder treffen, weil du bist gerade nämlich verreckt. Beziehungsweise der Typ. Nee, ich in nicht der Beschwörer von uns, weil der so dumm war und gegen den Endboss gekämpft hat, wo eigentlich noch gar nicht zum Kämpfen war. Ja. Aber das macht ja nichts. So. Ich schmeiß es wieder an die Säule. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schnell noch in einen anderen Part packen sollen. Oder. Nee, das kriegen wir noch hin. Ja, dauert das nicht lang? Nee. Okay. Ihr habt sie gehört. Wenn der Part etwas länger wird, ist es deine Schuld. Macht nichts.
komm schon, komm schon, komm schon. Ja, es synchronisiert gerade bei dir. Ja, ich weiß. Ich hoffe jetzt so, dass ich nicht wieder von jemand anderem gerufen werde. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man diesen scheiß Ring nicht hat. Ja. Och, nee. Okay, jetzt kann sich doch noch etwas hinziehen. Ich glaube, ich werde trotzdem mal cutten, solange bis wir uns gefunden haben. Dafür habe ich aber noch ein paar andere Spieler hier gefunden. Ja, dann... Aber die hole ich jetzt nicht, weil... Das ist übel, wie viele Spieler da plötzlich aufgetaucht sind. Ja. Naja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Jawohl, ich habe jetzt Gott sei Dank endlich mal den Ring. Ja, ich ja auch. Und offscreen habe ich auch noch den Schlüssel abgegeben, den ich gekauft habe, und habe meine Waffen repariert, geschmiedet. Und wir sind auch nicht zu zweit unterwegs, sondern zu dritt. Wir haben noch den Christian 123124 dabei, der irgendwo rumläuft. Da hinten. Ach, das weißt du alles sogar, dass der so heißt. Ja, der steht hier, stammt da gerade. Also ich habe mir das gemerkt. Ich merke mir sowas nie. Oh, Gott sei Dank. Der hat ihn gekillt. So, da, deine Beute. Yay, cool. Was haben wir denn da? Titanitscherbe. Wow. Hey, lauf nicht zu schnell, ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich warte extra auf dich. Ich muss euch doch so dumm hinterherlaufen. Boah, halten die viel aus. Wir müssen hier lang. Oh, Lebensstein. Alles klar. Denn wir gehen jetzt zum nächsten Endboss, oder? Genau, der ist nämlich relativ schnell hinten, also der kommt relativ zügig direkt danach. Aha. Deswegen dachte ich, es ist eigentlich am besten, wenn wir das so machen. Okay, den haben wir nicht. Ja, der hat noch ein minimales Energiebällchen gehabt. Ich hab's gesehen, ey. Wie kann der es denn wagen? Wait for me. Ja, es geht hier nur hoch. Ja, wo ist denn der Christian hin? So, der steht schon vom Nebel. Also, da weiß man wieder schon, wo es lang geht. Okay. Du brauchst ein Schild. Was? Ich brauche ein Schild? Ja. Ach. Du brauchst definitiv ein Schild. Okay. Dann nehmen wir ein Schild. Was ist denn ein gutes Schild? Ja. Ich weiß nicht, welches. Nimm das Blaue. Blaue? Okay. Ja. So, und dann geh durch. Ja, alles klar. Durch, was geht's? Mann. Hör auf. Ja, dann wollen wir mal. Ja, ne? Der Verfolger, wow. Der ist einfach. Der ist richtig einfach. Ja, deswegen gibt er mir auch direkt einen mit. Einfach das Schild hochhalten. Ja. Andere Richtung. Du musst ihn in die andere Richtung locken. In welche Richtung? Richtung Nebel. Ah, okay. Und dann immer schön Schild oben halten. Ja, hab ich. Und aus den Füßen gehen. Das war er. Das war's schon. Wow. Das war ja schwer. Ja, wenn die Armbrüste nicht da sind, dann ist das Ding schwer. Ja. Gibt's denn einen Fall, wo das vorkommt, dass die... Ja, wenn er die Armbrüste zerstört. Achso. Okay, vielen Dank. Du darfst jetzt einmal weitergehen. Dadurch wieder? Nein, durch einen anderen Nebel. Ach da, so. Genau, die Richtung. Da hinten. Dankeschön fürs Helfen. Kommen da noch Gegner? Nix. Nee, kommt jetzt nix. Okay. Rechts. Rechts? Ah, nee, erst links, da vorne die Treppe hoch. Jetzt gleich rechts. Genau. Ah. Da darfst du dich einmal hinlegen. Wo, ins Nest wieder? Genau. Na gut. Die verlorene Festung. Ach, ich hasse Festungen in diesen Spielen. Ah, diese verlorene Festung ist nicht schwer, aber da drin ist einer der schwersten Endbosse. Ah, guck
Guck mal, da hinten läuft irgendwas. Ja, das ist ein Gegner. Dicken Mantel und Leuchtfeuer entzünden. Ja, ist ja gut. Ich und Part beenden. Wollte mir das ja nur mal angucken. Ja, dann beende ich den Part. Ich werde, denke ich mal, offscreen gleich noch leveln, wenn ich die Punkte nicht unbedingt für was anderes brauche. Nee, warte noch, bis du die Punkte von mir hast. Na gut, dann machen wir das so. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich helfe jetzt aber erstmal dir aus, aber das kriegt der ja eh nicht mit. Außer ihr guckt ihren Part. Ja, ich will es doch hoffen, dass die meinen Part auch gucken. Ja. Okay, dann bis dann. Ciao.